The shocking truth behind the most recent crypto crash. Mit diesen Worten möchte ich euch herzlich willkommen heißen zum heutigen Reaction-Video. Ihr habt mir mal wieder einige Videos zugesendet, die ich mir anschauen soll. Unter anderem dieses Video von George Gammon. Ich kenne seinen Kanal. Ich feiere den Typen schon seit mehreren Jahren, aber muss zugeben, lange nichts mehr von ihm gesehen zu haben. Er hat einen ganz eigenen Videostil. Ihr werdet es gleich sehen. Er arbeitet eigentlich mit diesem Whiteboard und hat da alles handschriftlich drauf geschrieben. Aber hin und wieder kommen so wilde Animationen, die das Ganze total unterhaltsam gestalten. Auf jeden Fall hat der Typ richtig, richtig viel Ahnung. Und ich bin mal sehr gespannt, wen er hier als den Schuldigen für die ganze Krise, die wir gerade erleben und auch noch in Zukunft erleben werden, ausfindig macht. Außerdem soll es wohl einige spannende Connections geben, die so ein bisschen mehr verständlich machen, warum wir gerade in so einer Phase sind, in der wir sind. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt einfach mal sagen, let's go. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wenn du mal ein Video hast, auf das ich reagieren soll, haust einfach hier unten in die Kommentare, schreib mir eine Mail oder melde dich bei mir bei Telegram. Das Video leider wieder auf Englisch, aber ich glaube, es ist doch sehr interessant, mal zu sehen, was die anderen YouTuber und Creator da draußen so machen. Und ich werde natürlich hin und wieder mal stoppen, euch die wichtigsten Inhalte übersetzen und vor allem zu Beginn jetzt einmal die automatische Übersetzung aktivieren. Okay, alles scharf geschaltet. The shocking truth behind the most recent crypto crash. This is something they don't want you to know about. And I'm gonna reveal it to you right now. Hoffentlich wird da auch enthüllen, wer sie sind, ja, die und nicht wollen, dass sie das wissen. Step number one. Let's go over how this is all part of their plan. Who is they? It's the central planners at the Federal Reserve. Okay, also die Leute von der Federal Reserve, die die ganzen Dinge planen, sie sind also die, diese Fädenspieler da oben. Okay? And the politicians. Their main objective right now is to bring down the headline CPI number or consumer price inflation. And the way they're going to do this, or the way they've been trying to do this, is bringing down asset prices. Habt ihr gesehen, wie die Animation reinkam, während er redet? Also ich finde das total cool und das hat einen total uniken Style. Also falls noch nicht geschehen, abonniert unbedingt mal George Gammon. Sehr, sehr cooler Typ auf jeden Fall. Und vor allem sehr wissend. Hab schon vieles lernen können von ihm. Assets, just like cryptocurrencies. Let's start by going over this chart. It goes back to 1980. Actually, the chart goes back further than that, but we'll start at 1980, goes all the way to 2020. On the left, we go from 300% up to 650%. So this green line represents the net worth, the combined net worth of Americans as a percentage of GDP. So this isn't how much income they're earning, because adjusted for inflation, that line would be pretty flat, go up very slightly. But this is how much their home is worth, their home equity, their 401k, all of the assets they own outside of their income that gives them an incredible amount of purchasing power. In fact, it's purchasing power. They didn't produce anything to receive. More on that in just a moment. Die Kurve zeigt also, dass das Nettovermögen immer weiter steigt, obwohl eigentlich ja die Gehälter in der Regel konstant sind. Normalerweise müsste die Linie so verlaufen. Also normalerweise müsste das Geld, das verdient wird durch normale Arbeit oder durch Dienstleistungen, eben aufgrund der Inflation, die dann wieder ein bisschen Kaufkraft nimmt, eigentlich relativ stabil bzw. nur eine ganz leicht steigende Tendenz aufweisen. Aber wie kann es dann sein, dass das Netto oder dass das Nettovermögen immer weiter wächst? Ganz einfach, indem die Leute unabhängig von ihrer Dienstleistung oder von ihrem Arbeiten Häuser, Ferraris oder sonstige Wertgegenstände anhäufen. Und das ist der Grund, warum diese Kurve immer weiter steigt. That it was right about 325%, the total net worth of Americans as a percentage of GDP. Na, hat sich euer Nettovermögen auch die letzten Jahre so verändert und hat euer Chef euch auch jedes Jahr eine ordentliche Gehaltserhöhung gegeben, damit ihr auch solche Zahlen hier erreichen könnt? Ich denke mal, wir alle wissen, welche Unternehmen und vor allem welcher Prozentsatz oder welche Leute hier diejenigen sind, die von dieser Kurve oder von diesem Graphen hier partizipiert haben. And then it goes up slightly, about 1990. But if you look at this historically, going back to 1960, this still is at a level that's very consistent
going back a few decades. Also hier sieht man nochmal die Vermögensverteilung, also die Geldverteilung war eigentlich seit den 60er Jahren immer relativ konstant. Ja. Es gab zwar Höhen und Tiefen, aber alles in allem war das eigentlich so, wie man sich das vorstellt, also eher eine Konstante. Insbesondere nach dieser Dotcom-Bubble und dem ganzen Internet und alles, was dazu gehört, hat sich das schlagartig geändert. Then in 2000, it comes way down due to the Dotcom bust. But then Alan Greenspan comes in and drops rates artificially low, which gives us the housing bubble, and that takes net worth. Also Alan Greenspan, der damalige Vorsitzende, Greenspan hat damals etwas gemacht, was es so noch nicht gab, und zwar hat er den Zins fast auf Null gesetzt und dadurch eben diese günstige Geldbeschaffung organisiert. Und das war dann der Punkt, an dem plötzlich das Ganze sich verändert hat, das ganze Bild sich auch verändert hat, denn ab sofort war es möglich, ohne viel Zinsen und bei manchen Deals sogar komplett ohne Zinsen, sich Kredite aufzunehmen bei den Banken. Und die konnte man dann eben überschwänglich in die Aktienmärkte, Immobilienmärkte und alle anderen Anlageklassen reinbuttern. Und das ergibt dann eben auch Sinn, warum seitdem eben diese ganzen Vermögenswerte und das Nettovermögen so stark gestiegen ist. Up 500%. We know what happens then. They tried to raise rates, and then all those assets, that home equity, came crashing down. But in the minds of central planners, the cure for too much central planning is even more central planning. So, also die zentralen Planer der Fed haben ein Problem, und zwar ihre zentralen Planungen. Also brauchen sie noch mehr zentrale Planer, um noch mehr unsinnige zentrale Planungen auszuführen. Also man merkt schon, er ist nicht der größte Freund der Federal Reserve. So what do they do when asset prices come down in 2009 going into 2010? They drop rates even lower, down to 0%, and they couple this with quantitative easing. The Fed's balance sheet. Okay, ich muss hier einfach am Anfang ein bisschen häufiger stoppen, weil ich glaube, die allermeisten von euch, die sehen solche Sachen jetzt nicht jeden Tag, und es ist ja nur indirekt mit Krypto verbunden, das Ganze. Es geht ja hier schon um das gesamtwirtschaftliche Geschehen. Aber als dann das letzte Mal ein richtiger Crash stattfand in den Immobilien, also diese Bubble 2008, 2009, dieser Immobilienpreisschock, der durch Lehman Brothers ausgelöst wurde und so weiter. Ihr kennt die Geschichte um die Lehman Brothers Pleite. Anstatt dass man dann wieder die Zinsen erhöht, hat man genau das Gegenteil gemacht und sie noch weiter gesenkt. Wenn sie hier noch nicht auf Null waren, waren sie jetzt auf Null. Und wo es sonst immer so war, dass wenn irgendeiner schaut hat, er dann zur Rechenschaft gezogen wurde und im schlimmsten Fall seine Firma dicht gemacht wurde, war das 2008, 2009 anders. Die Lehman Brothers waren pleite und die Lehman Brothers waren auch eigentlich die einzigen Sündenböcke, die heute noch im Kopf von vielen Leuten sind. Andere große Unternehmen, die eigentlich verantwortlich sind für das Ganze, nämlich zum Beispiel AIG oder auch Goldman Sachs, die diese ganzen schmutzigen Aktienpakete, die damals verantwortlich waren für den ganzen Crash, überhaupt erst auf den Weg gebracht haben, die sind schön fein rausgekommen, denn man hat das erste Mal gesagt, wir senken die Zinsen noch weiter, anstatt sie hier nach dem Crash zu erhöhen. Und das war das erste Mal, dass es sowas gab. Und somit war es möglich, quasi diese Krise wegzukaufen. Man konnte also einfach weiteres Geld drucken und dieses Geld direkt in den Aktienmarkt investieren, direkt in Anleihen und andere wichtige Anlageklassen. Und das Ganze haben sie denn genannt Quantitative Easing, also quantitative Lockerung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das frisch gedruckte Geld direkt in die von ihnen ausgewählten Projekte fließt. Und das habt ihr ja gesehen, beispielsweise Tesla oder andere große Firmen, die eine unfassbare Performance an den Börsen geliefert haben, obwohl Tesla als Beispiel bis dahin oder ich glaube heute sogar noch nicht mal grüne Zahlen geschrieben hat. The Fed's balance sheet goes from 800 billion all the way up to 4 trillion prior to the Cerveza sickness, and now, or just recently, it was up over 9 trillion dollars. So as the Fed's balance. Da seht ihr mal, was hier gerade passiert seit Jahren, weil ja viele glauben, oh, was ist denn jetzt passiert? Liegt es vielleicht gerade an dem Konflikt da drüben? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Sache, die sich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten abzeichnet. Und die Dirk Müllers dieser Welt und wie sie nicht alle heißen, die schon seit Jahren darauf hindeuten, dass ein solcher Crash irgendwann kommen wird. Irgendwann werden sie recht behalten. Und ich persönlich glaube, vielleicht wird er ja auch nochmal seine Einschätzung dazu geben, wenn er das Ganze implodieren oder explodieren sieht. Ich glaube, das Ganze wird nicht mehr lange dauern. Dann werden wir leider Gottes alle zu spüren bekommen, was sich hier die letzten Jahre angestaut hat. Und 2008, 2009 wurde einfach weggekauft. Aber dadurch ist das Problem natürlich geblieben und nicht gelöst worden. Und man kennt dieses blöde Beispiel, wenn der Krebs denn erst einmal so richtig streut, ja, dann ist einfach nichts mehr zu retten. Und genauso wirkt es gerade. Man hat es damals probiert, einfach zu übertönen. Und jetzt kommt die Quittung. Just recently, the Fed has increased rates to what? 1.5%.
Jetzt spricht er gerade über die aktuelle Erhöhung, die die Fed gemacht hat, also den Leitzins, den sie auf 1,5% beziehungsweise mittlerweile sogar auf 1,75% erhöht haben. Why is this? Because they look at this chart and they also look at charts of the debt in the system. Sovereign debt is at all-time highs. Corporate debt, all-time highs. And consumer debt is at all-time highs. Und jetzt gibt's halt die Quittung. Dieses fast kostenlos aufgenommene Kreditgeld konnte man in Immobilien und alle möglichen Anlageklassen und irgendwelche Aktien investieren. Ja, dadurch steigt aber natürlich irgendwo trotzdem die Schuld, denn den Kredit muss man ja zurückzahlen. Und die Staatsschulden, Privatschulden, aber eben auch Unternehmensschulden sind so hoch, wie sie noch niemals in der Geschichte der Aufzeichnung waren. As well. So they know that if they take interest rates up to a certain degree, they are going to crush the entire economy because the government, the corporations, and the consumers can't afford normalized interest rates. Let's say Fed funds at 4, 5, 6%. And they definitely couldn't afford positive real rates. Und das ist das Problem. Die Leute, die sich zum Beispiel ein Haus geholt haben und da jetzt eben jeden Monat eine fette Rate für zahlen, die können nicht einfach jetzt irgendwie von ihrer Bank ein Schreiben bekommen, die nächste Zinserhöhung steht an oder bei der nächsten Umschuldung müssen sie damit rechnen, dass ihr Zinssatz von, sagen wir mal, 2-3% auf 7-8% steigt. So, wenn das passieren würde, würde es so ähnlich wie damals bei der Lehman Brothers Pleite unheimlich viele Leute geben, die ihr Haus nicht mehr bedienen können oder die Rate. Das heißt, viele Leute würden ihre Häuser verlieren. Viel wichtiger noch, viele Unternehmen, die sich Kredite geliehen haben für Maschinen oder für neue Lagerhallen oder für neue Mitarbeiter, die haben das natürlich nochmal eine Dimension größer, denn die müssen natürlich diese Kredite weiter bedienen. Und wenn die plötzlich deutlich teurer werden, weil Banken sich eben keine günstigen Gelder mehr leihen können, weil Banken eben selber 3, 4, 5% zahlen müssten, ja, dann würde alles kollabieren. Das heißt, je höher die Fed also den Zinssatz erhebt, desto gravierender wird das eben Folgen für die Realwirtschaft haben. Und das ist der Grund, warum sie sich noch so bedeckt halten und wir immer noch bei unter 2% sind. Also was versucht man jetzt natürlich? Man versucht eben den Steuerzahler, ja, den normalen Bürger irgendwie dagegen wirken zu lassen. Und das macht man durch Verbraucherpreisinflation. Also ihr seht es im Supermarkt, ihr seht es bei Rohstoffen, alles wird teurer und wir sollen dadurch eben indirekt, dadurch, dass wir die höheren Preise zahlen oder gezwungen werden, die höheren Preise zu zahlen, diese Zinserhöhung, diese Leitzinserhöhung abwenden. Also man versucht jetzt bloß nicht den Leitzins zu erhöhen, weil dann hätten die ganzen großen Player und vor allem auch die großen Arbeitgeber alle Probleme. Nein, lieber erstmal versuchen, über die Produktpreise, die man erhöht, irgendwie die Kuh vom Eis zu bekommen. Wie gut das läuft, das seht ihr ja. They believe in something called the Phillips curve. And this simply states that there is an inverse relationship between inflation and the unemployment rate. Also es gibt eine umgekehrte Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslosenquote oder Arbeitslosenzahlen. So, if the unemployment rate goes down, inflation goes up. If the unemployment rate goes up, then inflation or headline CPI goes down. And a perfect example of this is recently Larry Summers has come out and said that in order to tame inflation, they have to increase the rate of unemployment, they being the Fed and the central planners. But this presents a dilemma. Also für alle, die es vielleicht jetzt nicht so ganz verstanden haben, es gibt eine sogenannte Phillips-Kurve. Und diese Phillips-Kurve hat er hier gerade gezeigt. Die sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass es zwei Pole gibt. Einmal den Pol der Inflation und einmal den Pol die Achse der Arbeitslosigkeit. Wenn es viele Arbeitslose gibt, dann sinkt die Inflation. Und wenn es wenig Arbeitslosigkeit gibt, dann steigt die Inflation. Und Larry Summers, der wohl sehr im Bilde zu sein scheint, sagt genau das Gleiche. Also die Arbeitslosenquote muss steigen, damit wir eine entspanntere Inflation erleben. This puts them in a very difficult position. How do you increase the unemployment rate without crashing the economy? In their minds. Und das ist jetzt das Dilemma der Dilemma. Wie willst du das schaffen, die Leute zu entlassen, also eine größere Menge an oder eine größere Quote an Arbeitslosen zu schaffen, ohne dass du die Betriebe und die ganzen Firmen, die mit diesen Leuten eigentlich gearbeitet haben, nicht wirtschaftlich in Bedrängnis bringst? Denn wenn die ganzen Mitarbeiter fehlen, dann werden die wahrscheinlich nicht mehr die Ergebnisse erzielen können, die sie vorher erzielt haben. Und dann crashst du durch diese erhöhte Arbeitslosenquote den gesamten Markt. Und das möchte man natürlich auch um jeden Preis verhindern. They think, or at least they're saying, that they can do this without creating a recession. Now, I would argue that we're most likely already in a recession, but we'll shelf that for a moment.
Also Sie möchten es also schaffen ohne einen Wirtschaftsabschwung, also ohne eine Rezession, aber er ist der Meinung, wir sind schon mittendrin statt nur dabei. Again, we're just looking at things through their framework. Well, I think they look at this chart and say, aha, there is the answer. If we can somehow bring down asset prices or decrease the net worth of average Americans in aggregate total, we can bring down the CPI without it having too much of an effect on the overall. Das ist jetzt also der Plan der Pläne. Sie haben sich überlegt, okay, dann lass doch einfach Folgendes machen. Wir haben ja gesehen, dass das Nettovermögen der Leute durch die Aktien, Immobilien und alles Mögliche, was im Preis gestiegen ist, sehr, sehr stark gestiegen sind. Dann lass doch einfach mal den Aktienmarkt crashen, den Kryptomarkt crashen und den Leuten, die jetzt eigentlich zu Wohlstand gekommen sind, diesen Wohlstand wieder wegnehmen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sinkt ja eigentlich auch wieder die Nettovermögens- oder dann sinkt ja wieder das Nettovermögen pro Person. Ja, und das ist doch eine gute Idee. Also wir crashen einfach all eure Vermögen. Ihr hattet ja jetzt genug Zeit, euch das Ganze zu genießen und Spaß zu haben dabei. Jetzt sollen wir wieder arm gemacht werden und unsere ganzen Assets verlieren an Wert. Na also. And potentially pushing us into recession. And if we do go into recession, it will be very mild. Again, their words, not mine. So I think the game plan is to raise interest rates just enough to make it seem like you're going to get really tough on inflation, like you're the next Paul Volcker. But don't raise them too much to where you break the economy. And then while you're talking tough, this makes the market believe that you're going to continue to raise interest rates, maybe up to 4 or 5%. So then asset, especially risk assets, start to sell off. Okay, und wichtig ist eigentlich für die Fed, dass sie jetzt diesen Zinssatz unbedingt unter 2% halten oder auf gar keinen Fall erhöhen. Wenn sie es aber doch schrittweise, wie wir es gerade erleben, von 1,25 auf 1,75, dann vielleicht bald von 1,75 auf 2, immer weiter erhöhen, dann denken die durchschnittlichen Anleger da draußen, ey, warte mal, das geht wahrscheinlich jetzt in diesem Tempo immer weiter. Ey, ich verkaufe jetzt, ich gehe schnell raus, bevor das noch schlimmer wird. Und dadurch entsteht dieser Ausverkauf. Und das ist das, was sie vermutlich damit bezwecken wollen, diese Angstmache dadurch, dass sie ständig den Leitzins erhöhen. Und das ist seiner Meinung nach eben eine Masche, die die FED da gerade ausprobiert. Like the Nasdaq, the S&P and definitely cryptocurrency. So how will this bring up unemployment to a level that in their minds would start decreasing the CPI to a point where it's politically palatable going into the midterm elections? Well, I think that one of the big reasons we have a labor shortage right now and one of the main reasons the unemployment rate is so low is because people have made so much on their stock portfolio or on cryptocurrencies or their home equity has gone up to a point where they don't have to go back to work, at least not right now. Also er glaubt, dass momentan die Leute eben so viel mitverdienen konnten an dem Aktienmarkt und so weiter, dass das eben der Grund ist, warum es momentan nicht so viele Arbeitslose gibt. Denn entweder die Leute haben eben nebenbei so viel verdient, dass sie jetzt davon leben können, oder manche haben sogar so viel verdient, dass sie ihren Hauptjob an den Nagel gehängt haben und gesagt haben, ich mache jetzt gar nichts mehr. Nehmen wir mal an, ihr wart ein Dogecoin-Hodler letztes Jahr und habt damit irgendwie Multimillionen gemacht und seid dann eben euren eigenen Weg gegangen. In fact, I heard a great story the other day on one of my favorite podcasts that gives an example of this potentially playing out in real time. Also Kurzversion, die wollen die Aktienmärkte und den Kryptomarkt so crashen, dass der Dogecoin-Hodler, von dem ich gerade geredet habe, dass der wieder arbeiten muss, weil sein ganzes Portfolio nichts mehr wert ist. Das ist so ihr Plan, das ist zumindest das, was uns der gute Herr hier versucht zu vermitteln. Wow. Auch wenn das Video ein bisschen schwerere Kost ist für den einen oder anderen Zuschauer, aber glaubt mir, es macht Sinn, weil man so einfach so ein bisschen mehr die Hintergründe versteht und ein bisschen mehr versteht, was da alles zusammenspielt und warum das hier gerade passiert, was wir erleben. It was a story from a restaurant owner who said he lost all of his employees to this boom in cryptocurrency. Und in diesem Beispiel habt ihr gerade mitgelesen, ein Restaurantbesitzer, der alle seine Mitarbeiter verliert, das ist auch mal ein krasses Horrorszenario, oder? Stellt euch mal vor, eure ganzen Mitarbeiter sind alle reich geworden durch Kryptos und ihr wart einfach zu engstirnig oder einfach zu uninteressiert daran und habt einfach nicht mitgemacht. Da wird man sich, glaube ich, richtig in den Morse beißen. Let's go back to this. Also Fakt ist, wenn man so weitermacht wie jetzt, definitiv werden noch viele Portfolios gecrashed und viele Leute werden aus ihren aktuellen Lebenslagen geworfen. Ja, da bin ich bei ihm.
Ich sehe das ja selber. Ich habe mich ja auch vor einem guten halben Jahr dazu entschlossen, YouTube vollberuflich zu machen, auch die ganze Krypto-Geschichte. Aber ist schon ziemlich heftig, wenn man dann so einen krassen Einschlag erlebt, wie der Bärenmarkt jetzt gerade. Ihr seht ja selbst, die großen Börsen sind am Wanken. Nun habe ich glücklicherweise nicht so viele Angestellte, die ich bezahlen muss. Aber man merkt halt schon doch deutliche Unterschiede, was so die Zuschauerzahlen betrifft, der Monate, wo es noch gut lief und in den letzten Wochen. Aktuell sind wirklich nur noch die richtig Alteingesessenen oder die Leute, die sich wirklich extrem tiefgründig für die Materie interessieren, dabei. Aber natürlich gibt es auch den ein oder anderen findigen Fuchs da draußen, der die ganze Zeit gewartet hat und sich jetzt erst mit dem Krypto-Thema beschäftigt. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Freue mich sehr, dass du da bist. Aber ihr seht schon, im Großen und Ganzen ist jetzt nur noch der harte Kern da und ein paar Leute, die einfach gewieft sind. Der allergrößte Teil der Leute, insbesondere die, die vielleicht ein bisschen schwache Hände haben, die sind schon längst raus. Aber gilt nicht nur für Krypto, auch der Aktienmarkt ist genauso weggeblutet die letzten Wochen. Hoffen wir einfach darauf, dass das Ganze irgendwann auch mal einen Boden findet und wir wieder in die andere Richtung gehen. Denn wenn es so wie jetzt weitergeht, dann steuern wir schnurstracks darauf zu, dass die Wirtschaft komplett kollabiert. Und da ist ihr Versuch, dass die Wirtschaft nicht großartig davon tangiert wird, absolut gescheitert. This example I use all the time on my whiteboard videos of a hot air balloon. And the Fed still believes that the balloon part, the part that's carrying around the basket, is the economy. And the basket, pretty much asset prices. So wherever the economy goes, so will assets. But in my opinion, it's completely switched. Also die Fed tut so oder stellt sich doof und sagt, durch die Wirtschaft entstehen erst die Werte in den Assets. Also Beispiel, dadurch, dass eben einige Firmen Gewinne erwirtschaften, kaufen Leute ihre Aktien und dadurch überhaupt, dass die eben Gewinne gemacht haben in der realen Wirtschaft, steigt die Aktie. Also erst macht das Unternehmen Positives und dann folgt die Aktie. Er ist aber der Meinung, das Ganze ist genau umgekehrt. And I think that this chart proves that it has switched. From a standpoint of now, the hot air balloon isn't the economy, but it's asset prices themselves. And the basket is now the economy. So wherever asset prices go, so goes the economy. And I don't think the Fed has figured this out yet. Okay, er stichelt auf jeden Fall ein bisschen gegen die Fed. Ja, aber ich bin ganz bei ihm. Also ganz generell merkt man ja sehr häufig, viele fragen sich, wieso reagiert die Aktie denn jetzt nicht darauf? Da kam doch jetzt das große Update oder da kam doch jetzt die spannende News. Naja, weil meistens sind die Dinge schon eingepreist. Häufig ist die Börse der realen Wirtschaft voraus und in erster Linie wird investiert, was an den Börsen gerade gut läuft. Weil viele glauben ja, dass das, was ein Unternehmen macht, wirklich entscheidend ist für den Aktienkurs. Natürlich stimmt das auch in übergeordneter Rolle, aber das Thema Aktien und auch Kryptos gehen halt sehr, sehr stark in den Bereich der Spekulation und dass die Wirtschaft also den Aktien vorangeht, ist schon längst nicht mehr der Fall. If they have, they won't admit that the US economy is now completely and utterly dependent upon asset bubbles. In other words, it's impossible to bring down asset prices to a level that would negatively impact unemployment enough to bring down CPI without throwing the United States economy into a recession. Jetzt das Dilemma. Sie können es einfach nicht mehr aufgrund dieser riesigen Schuldenblase, die man hat, die kann man nicht einfach so schmälern, denn wenn du sie schmälern willst, zum Beispiel indem du die ganzen Aktien und so weiter wertloser machst, wenn du sie irgendwann bis zu einem gewissen Grad wertlos machst, werden sicherlich einige Leute dann wieder anfangen zu arbeiten. Aber wenn du sie noch wertloser machst, bist du dann den Letzten dazu gezwungen hast, wieder einen normalen Job anzunehmen, hast du bereits die gesamte Wirtschaft gecrashed. Und das ist jetzt gerade so dieser schmale Grat, auf dem wir uns bewegen. Und ich glaube auch nicht, dass die Fed das in irgendeiner Form lösen wird. Beschäftigt euch auf jeden Fall mal so ein bisschen mit dem Thema Kaufkraft bewahren oder Kaufkraft schützen. Zum Beispiel Edelmetalle sind da eine gute Möglichkeit in physischer Form. Ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Wartet jetzt nicht darauf, bis der letzte Aktienpreis auf Null gefallen ist, sondern versucht schon mal vorab so ein bisschen zu de-risken, so mache ich das zumindest, ein bisschen Risiko rauszunehmen, sich etwas breiter aufzustellen, sodass man dann im Zweifel, wenn wirklich die Aktienmärkte weiter abschmieren, zumindest noch ein bisschen was hat, womit man wahrscheinlich was anfangen kann. And in their minds, they can try to have this soft landing, where they increase interest rates just enough and bring down asset prices just enough to bring down the CPI just enough where these politicians believe they have the highest probability of getting reelected. At the end of the day, this has nothing to do about the... Also zusammenfassend, ja, die Notenbank versucht den Zinssatz immer weiter zu erheben oder zumindest den Anschein zu erwecken, als würden sie hart darum kämpfen, die Inflation in den Griff zu bekommen.
Hinterrücks lassen sie gerade die ganzen Werte, insbesondere den Kryptomarkt, das erlebt ihr ja gerade, immer weiter purzeln, immer weiter einbrechen, sodass der allerletzte Kryptomillionär keiner mehr ist. Ja? Danach wollen sie zusehen, dass irgendwie die Arbeitslosenquote ein bisschen hochgeschraubt wird, dass also mehr Leute arbeitslos sind und dadurch erhofft man sich dann wieder sinkende Inflation. Tja, und alles in allem machen sie das natürlich nur, um wiedergewählt zu werden. Mal sehen, wer diese Leute wieder wählt. It has everything to do with what's best for the politicians and the central planners. For more content that'll help you build wealth and thrive in a world of... Das ist ein cooler Typ, ja. Ich schätze ihn sehr, also unbedingt mal reinschauen. Falls ihr das Video nochmal in ganzer Länge sehen wollt, werde ich das verlinken. Lasst doch gerne ein Like da. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass die Fed das eine sagt, aber was ganz anderes macht. Wir haben außerdem gelernt, dass der Crypto-Crash, den wir gerade erleben, scheinbar aus einer höheren Instanz folgt, also gar nichts unbedingt mit Krypto zu tun hat, sondern eben generell mit dem Problem, dass wir in diesen Märkten zu reich geworden sind, ja, zu viele Leute zu viel Geld verdient haben und das versucht man ihnen jetzt zu nehmen. Also seid sehr vorsichtig, versucht auch im Crypto-Space immer mal wieder ein bisschen Profit mitzunehmen, lasst das Ganze nicht zu religiös ausarten. Ich bin für heute raus, hat mir sehr viel Freude gemacht, vielen Dank für diesen Videotipp, hat mich mal wieder sehr, sehr bereichert. Ich hoffe, dir hat das auch ein wenig Mehrwert gebracht. Falls dem so sein sollte, lass mir doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und wir sehen uns entweder morgen beim Patreon-Update oder am Mittwoch beim nächsten Zahlen-, Daten- und Fakten-Video. Bis bald! Ciao!